50. Folge. Dann müssen wir ein bisschen Ordnung machen, ein bisschen sauber machen, damit es auch gut aussieht, wenn sie wieder all an meiner Theke sitze. Klingel sauber machen. Geht auch. Wunderbar. Hey, hallo. Hey, herzlich willkommen. Ja, kommt rein, rein. Setzt euch hin. Nehmt bitte Platz an meiner Theke. Herzlich willkommen zu Völlerockt, meine Musiktipps zur Apokalypse, Folge 50. Yeah. Ist doch was zu feiern, oder? Ja, yeah. 50. Folge. Ja, hallo, rein. Nehmt Platz. Ich habe einiges zusammengestellt. Einiges zusammengestellt, weil ihr braucht ganz viel Musik. Weil, ach, jetzt kann ich mal den Labrador fortun. Ah, mit dem Lappe geht es auch. Also, wenn man Lappe schmeißt, gibt es auch das Geräusch. Haben wir mir gedacht, nur bei denen Papierknolche, gell? Ha. Erstmal großes Dankeschön an euch. Jetzt haben wir endlich die 100 Abos übersprungen. Super, ganz geil. Absolut geil. Das ist, ja, danke. Und das ist natürlich auch absolut eine Verpflichtung, hier hoffentlich weiter geilen Scheiß zu machen und so weiter. Und einfach Musik zu präsentieren, musikalische Erinnerungskultur oder Neues und Live und weiße Gedöns und sonst irgendwas. Nee, das hat mich tierisch gefreut. Wahnsinn! Und auch nochmal, wer noch mehr über Völlerockt, über mich erfahren möchte, dem kann ich empfehlen, Total Moshpot, dort gibt es einen Podcast, da war ich zu Gast, ist seit ein paar Tagen on air, online, auf allen Plattformen für Podcasts und bei YouTube und sonst irgendwas, Link lege ich auch wieder unten rein. Da haben wir ein bisschen geplaudert, ein bisschen Bubble über Metal, gell? Hashtag Bubble über Metal. Ein bisschen über Metal gelabert, ist ganz, war sehr schön, was da der Adrian und der Kaio von Moshpit Passion und Adrian von Tod gehört, so heißen denen ihre YouTube-Channels. Und ihr müsst reinschauen bei Total Moshpot, wo wir jetzt ganz durcheinander kommen. Ja, ihr seht mich ja auch hier wieder in einem T-Shirt. Ich habe ja jede Folge habe ich ja ein anderes Merchandise-Shirt an, Band-Shirt an. Heute habe ich mich mal absolut für Status Quo entschieden, weil ja die Tage 26. September Alan Charles Lancaster gestorben ist, Gründungsmitglied, Bassist von Status Quo. Und wer hier schon länger reinschaut, ich habe auch irgendwann mal die in der musikalischen Erinnerungskultur, im Rahmen dessen habe ich ja mal die Status Quo live erwähnt, ist einfach geil, macht immer Spaß, das Teil. Und ja, ist von uns gegangen. Rest in Peace. Danke für Alan Charles Lancaster. Danke. So. Ja. Wasser ist gesund. Yeah. So, ja, 50. Folge. Ja, was habe ich mir da jetzt ausgedacht? Vielleicht denkt jemand, es gibt jetzt hier super Special oder sowas. Da habe ich halt alles überlegt, was könnte man da machen und so. Jetzt war ich überhaupt mal froh, mal nach meiner langen Krankheit, dass ich überhaupt wieder gestartet habe. Das ist jetzt die 5. Folge seitdem wieder. Und ja, was mache ich? Ich habe mir einfach gedacht, wir machen eine Folge komplett Spezialecke. Also nicht das Übliche mit meiner Live-Ecke, mit Neuheiten und dann die Spezialecke in der Spezialecke. Vergessene Klassiker, vergessene Perlen, wiederveröffentlichte Klassiker, remastered und so weiter vorgestellt. Und da habe ich mir einfach gedacht, wir machen heute mal nur eine Folge mit aus der Spezialecke. Da habe ich einiges zusammengesucht. Interessante Sache, Kaufempfehlungen oder halt auch Sachen sind da dabei, ja, die man schon lange nicht mehr gehört hat oder Bands, die nicht vergessen werden dürfen und so weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei, gell? Jawohl! Wurscht! Wurscht! Ja, als erstes habe ich mal hier was, es war dann eher auch so ein Zufallsfund, als ich Anfang August in Berlin war und dann gehe ich auch mal ein bisschen shoppen in den dortigen Plattenläden, Secondhand-Läden und da ist mir dieses Album in die Hände gefallen.
das ich schon ewig im Schrank stehen habe, aber nicht in dieser Version. Es ist Joe Satriani with Surfing with the Alien, ein Hammer-Album. Joe Satriani ist ja ein absoluter Gitarrengott, Gitarrenheld. 56 geboren in Long Island, New York, absoluter Kötter-Gitarrist. Debüt kam raus, Not of This Earth, 86. Und 87 der Millionenseller Surfing with the Alien. Das war auch mein Einstieg damals, habe ich mir damals schon gekauft. Und ist ja ein reines Instrumentalalbum. Und erst beim nächsten Album, 89, Flying in the Blue Dreams, sind auch so zwei, drei Songs drauf, wo gesungen wird. Oder 92, dann The Extremist. Das waren damals, da bin ich voll eingestiegen, war, glaube ich, sogar von dem Album sogar ein Song. Da gab es damals die Fußballsendung Ran auf Sat 1. Da war das sogar die Titelmelodie gewesen. Aber hier, Hammer-Album, sowieso schon immer gewesen. Aber ich habe es halt in Berlin dann gefunden. Und zwar ist es eine Record Store Day Ausgabe von 2019. Super remastered, ein Traum. Und deswegen wollte ich das auch unbedingt reinbringen, weil ich habe hier vor meiner Anlage gesessen, habe die Platte gehört und diesen Sound, das ist Wahnsinn. Und ich habe auch, muss sagen, lange nicht mehr Joe Satriani gehört. Und ich habe mich an alle Melodien und diese Instrumentalsongs, es ist der Hammer, es ist der Hammer. Du kannst dir dann im Kopf deinen eigenen Text zusammenbauen, deinen eigenen Song und krölst wegen mir irgendwas, ey. Ich liebe Mutti oder irgend sowas. Keine Ahnung. Das ist einfach Hammer. Und was der spielt, das ist ja wirklich sein Gitarrenspiel, total. Das verzaubert einem und die Melodien, das ist der Hammer, die kannst du mitsingen, die gehen dir nicht mehr aus dem Ohr. Satriani ja auch bekannt mit seinem G3-Gitarristen-Projekt, wo er dann mit drei Gitarristen tourt, also große Namen, er gab es glaube ich schon mit Petrucci von Dream Theater und Uli John Roth oder mit Michael Schenker und dann gehen die da zusammen auf Tour. Das hat er bis 2016, 17 gab es da so 10 Touren weltweit. Und er hat ja auch immer Ritchie Blackmore vom Dezember 93 bis Juli 94 bei Deep Purple ersetzt. Bei der Battle Rages On Tour hat er auch mal kurz gespielt. Als Joe Satriani bei Deep Purple hätte ich mir auch gerne mal ein Album gewünscht. Gibt es aber leider nicht. Aber ich empfehle euch hier, Serving with the Alien ist ein Hammer-Album. Tolle Melodien, tolle Gitarren-Solos, sowieso bei dem Gitarrist und die ganze Band, Bass, alles total der Hammer, das klingt harmonisch, das passt so richtig, ist ein tolles Album, gibt's auch auf CD, aber wer will, kann sich ja mal gucken, ob er irgendwo noch findet, diese Record Store Day-Ausgabe von 2019, aber gibt's auch sonst ganz normal, könnt ihr euch davon auch verzaubern lassen. Joe Satriani, geiles Teil. Hier in der Spezialecke meiner Art der musikalischen Erinnerungskultur. Yeah! Einmal in der Woche dort dran vorbeiwerfe. So, und was zu lesen habe ich auch wieder. Da habe ich diesmal 3 Lesetipps. Hier läuft dann alles heute mal ein bisschen anders. Ich habe mal hier ein absolut geiles Underground-Magazin vor dem Herrn. Totentanz gibt es schon seit 30 Jahre. Es ist die Nummer 31, ist ganz frisch rausgekommen vom Arno aus Flörsheim. Kann man sich online bei ihm bestellen, kann über PayPal bezahlen und wie immer findet den Link unten drin. Es ist der Hammer, das Heft. Ganz viel Spaß hat mir gemacht. Behind the Scene Artikel über Diabolic Might Records, über Gore Records, wo der Neudi dabei ist und über mit ein Interview mit Patrick W. Engel, den ich schon oft hier an meiner Theke erwähnt habe, was er für geiles alte Sachen wieder den Sound aufhübscht, also remastered, für Vinyl mastered und so weiter und wieder in ein neues Klanggewand bringt, dass es schöner, besser klingt. Ist hier auch ein Interview, ist hochinteressant. Seitenweise Sabotage-Interview, Rage, Cannibal Corpse, Asphyx, Blaze Bailey, Destruction, Halloween. Also, das ist ein Katalog, das ist ein Quellekatalog. Kennt ihr das noch an? Quellekatalog, haben hier alte Leute, kennen das ja. Ne? Ja, Totentanz, geiles Heft, richtig schöner Underground, von Fans, für Fans,
Link findet ihr unten, könnt ihr euch bestellen. Was hat es gekostet mit Porto? 5 Euro oder 4? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber hier, schaut online nach. Es lohnt sich wirklich. Ganz tolles Heft. Totentanz! Yeah! So, jetzt kommen wir zu einer Band, die es leider nicht mehr gibt. Und es gibt auch nichts von ihnen offiziell auf Vinyl, aber es ist eine Band, die man einfach, die muss man doch mal immer wieder erwähnen, muss man mal darauf hinweisen, was das für eine geile Band ist. Ich versuche mal hier so ein bisschen die Theke zu schmücken, damit man da ein bisschen was sieht. Ja, die ersten Mega-Insider werden schon erkennen, was es ist. Morgana Le Fay, eine wirklich, Morgana Le Fay, richtig geile schwedische Power Metal. Ach, das ist die Best of. Das brauchen wir jetzt da nicht hier. Das geile The Secret Doctrine. Also, da gibt es einiges, einiges. Morgana Le Fay ist 86 gegründet in Schweden, aus Schweden. Haben ihr Debüt 92 rausgebracht, Symphony of the Damned. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Gibt es nämlich jetzt mit alle. Die ganze Geschichte von Morgana Le Fay ist sehr verzwickt, sehr verzwickt. 83 kamen zwei Alben raus. Knowing Just As I, das hier, und The Secret Doctrine kam raus. Zwei Alben, wenn ich mich recht erinnere, ich habe versucht zu recherchieren, habe es aber irgendwie nicht gefunden. Ich meine damals im Rockart von 0 auf 1, Album des Monats, ist mega eingeschlagen. Und die Band hat auch live echt alles abgebrannt. Das dritte Album, absolut, also dann das dritte hier, Secret Doctrine, Hammer, mega Album, mega Power Metal, so im klassischen Metal Church erinnert mich das ein bisschen, im Riffing auch manchmal so ein bisschen Pantera-Einfluss drin, weil Anfang der 90er Pantera ja ganz groß rauskam, aber trotzdem bleibt es klassische Power Metal, alles klingt düster, heavy, ungehobelt, wirklich so richtig schön ungehobelt. Und mit Charles Ritkonen haben sie wirklich den perfekten Power Metal Sänger, eine richtig durchschlagskräftige Stimme, aber immer nur so ein bisschen angeraut, richtig geil. 95 und 96 folgen dann zwei weitere Power Metal Highlights. Sanctified und Maleficium, auch absolut hörenswert. Bei denen muss man sich ein bisschen mehr reinarbeiten. Da braucht es einen längeren Anlauf, bis man sich so reingehört hat. Zwischenzeitlich gab es auch nochmal so eine Zusammenstellung, Best of, mit vier weiteren Songs und ein Upper Cover war da drauf. Also, das, wie soll ich sagen, also das ist Power Metal, das geht, das ist ohne Firlefanz, ohne doppelten Boden, das ist angriffslustig, das ist der Hammer, manchmal auch so ein bisschen mystisch. Und dann hat sich die Band ja gesplittet und da ist ein Teil der Musiker ist abgezogen und hat als Morgana Le Fay weitergemacht, zwei Alben veröffentlicht. Plus, das hat nicht mehr nach Morgana Le Fay geklungen. Die wollten da irgendwas Moderneres machen, Zeitgemäßeres. Ist aber komplett in die Hose gegangen. Gründungsmitglied und Gitarrist Tony Erickson und mit Sänger Charles Ritkonen, den Originalsänger, die haben dann aus rechtlichen Gründen als Le Fay weitergemacht und haben dann zuallererst Symphony of the Damned, das Debüt von Morgana Le Fay, neu eingespielt. Eine Neuauflage, neu eingespielt, Neuauflage, neu eingespielt. Ach, ich wiederhole mich, gell? Ja. Weil vom Original gibt es nämlich nur 537 Stück und ist bis heute heiß begehrt, das zu bekommen. Was da eventuell an Bootlegs gibt, weiß ich nicht oder so. Aber offizielle Release gibt es überhaupt nicht. Ist überhaupt sehr schade, dass es von Morgana Le Fay da nicht irgendwelche Re-Releases auf Vinyl gibt. Ich glaube, da werden einige, da wird was weggehen. Haben sie das eingespielt? Ist auch schon wieder der Oberhammer. Und ich liebe auch diesen Charles als Sänger. Der ist der Hammer. Der war dann auch mal bei Ted Morose bei einem Album dabei, Matters of the Dark, da hat er auch gesungen bei einem Album, das ist eine Band aus demselben Ort, wo Morgana Le Fay herkommt, kommt er noch mit allem, ja. Und dann als Le Fay gab es auch nochmal zwei Alben, SOS und Seven Seals, auch nochmal rausgekommen, also das ist, kannst du durch die Bank weg
blind kaufe. Geiler Power Metal, kraftvoll, ohne Gedöns, das habe ich schon gesagt. Und manchmal auch ein bisschen mystisch und auch immer spannend. Und ja, also hier, das hier ist so mein Lieblingsteil, Room of Sleep, Alter, da könnte ich schon sterben, so geiler Power Metal ist. Und wenn du auch noch so einen Sänger hast, dann hast du nur gewonnen. Ja, die Band hat dann in den Nullerjahren nochmal zwei Alben veröffentlicht, auch ganz stark, aber ansonsten liegt die Band ziemlich auf Eis. Ab und zu mal irgend so ein Festivalauftritt, unter anderem auch Schwedenrock gespielt. Leider, also ich könnte mir, das ist so eine Band, wie die nochmal so zusammenging und dann könnt ihr eine schöne Festival-Tour machen im Sommer. Da wären die wirklich gut angesagt, würden bestimmt gut Merch verkaufen, weil die damals doch so in gewissen Kreisen voll angesagt waren und hatten geile Tourneen gehabt. Auch mit Brainstorm waren sie unterwegs und ja, geile Band. Morgana Le Fay oder dann Le Fay. Mega-Band. Ich lege euch auch wieder links unten rein, wo ihr mal was Probe hören könnt. Schaut mal, jetzt muss ich hier mal wieder die Theke abräumen, gell? Morgana. Ach, das also hier, das Doctrine, das ist so der Hammer, das Album. The Mirror. Oh, geil. Geil. Titelsong. Hammer. Also, hier, also, ich, da habt ihr genug zu hören. Braucht ihr ja auch, weil ich mache nämlich jetzt ein bisschen Päuschen. Ich mache nämlich 2 Wochen Pause, weil ein bisschen Handwerker im Haus, ein bisschen schaffe und so weiter. Und da stört es dann alles. Dann kommt nämlich die Folge 51, die kommt erst am 22.10. Und wer nichts verpassen will, den Kanal einfach abonnieren. Dann verpasst ihr sowieso nichts, weil dann noch die Glocke bediene. Und dann hat mir das ganze Gedöns immer rechtzeitig in seinem E-Mail-Postfach. Okay, gut, weiter geht's. So ist es. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, schön, dass ihr da seid. Freut mich. Mensch Gott, 50. Folge. Leck mich am Bobus. So, mit was geht's jetzt weiter? 1900, ja. Ja, genau, mit was geht's jetzt weiter? Ja, ich habe ja da einen Plan. Ja, wollen wir uns nicht lange aufhalten. Das ist so eine ziemlich unbedeutende Band. Metallica mit dem schwarzen Album. Wollte da einfach nur mal kurz drauf eingehen. Ist ja jetzt noch mal groß. Lohnt sich gar nicht so zu halten. Man sieht ja gar nichts, gell? Ist ja jetzt vor kurzem rausgekommen mit großer Super-Duper-Box. Mit was weiß ich, 25.000 CDs und weißt du, schweppes nicht alles. Ist ja eines ihrer erfolgreichsten und natürlich immer wieder diskussionswürdiges Album. Ich fand damals schon Songs wie Nothing Else Matter einfach scheiße und finde sie heute auch nicht gut. Aber ansonsten rockt das Ding ja ganz gut und haben wir uns auch bei dem Podcast, bei Total Moshpod, haben wir uns da auch ein bisschen drüber ausgelassen und über dieses Album diskutiert. Könnt ihr dann bei dem Podcast da nachhören. Ich bin halt hingegangen und habe mir, das ist die hier, fällt mir den Unterschied fast gar nicht auf, doch beim Cover, hier ist diese Schlange so ein bisschen in der Mitte. Das ist die aktuelle Auflage, die sie jetzt remastered neu veröffentlicht haben. Und ich habe noch eine Ausgabe von 2008 habe ich schon eine Ausgabe. Und ich war halt irgendwie dieses ganze Mastern und Gedöns, das tut mich ja total anfischen. Und dann habe ich gedacht, muss ich mir besorgen, muss ich haben. Was haben sie da noch anders denn gemacht? Und dann bin ich hingegangen und habe mir 6-mal die A-Seite im Wechsel angehört. Also erst die aktuelle Auflage und dann die alte Auflage gewechselt. Dann Holier Than Through habe ich mir dann auch nochmal 3-mal angehört. Auch im Wechsel, Platte drauf, eingestellt, Anlage, alles gleich eingestellt, gelassen und gehört. Also die neue Version, gewisse Details hört man mehr raus, also gerade so bei Becken und so weiter. Aber das Problem ist, mir sind da zu viel Höhen drin. Also das klirrt dann fast schon. Selbst James Hetfields Gesang hat im Vergleich zu dieser 2008er Pressung irgendwie ein bisschen mehr Höhen drin. Also irgendwie ist das alles ein bisschen heller. Also muss ich wirklich sagen, hat sich die Investition für mich nicht gelohnt. Aber gut, konnte ich es mal testen. Also wer will, muss mal schauen. Die 2008er Version, die gab es damals auch als Doppel-LP und so weiter. Müsst ihr mal schauen, ob ihr die noch kriegt. Jo, also wollte ich mal Metallica, gell? Wollte ich auch mal. Und wenn wir schon mal so nackig bei Metallica sind, 91 kam das raus und ich habe es hier schon an der Theke in irgendeiner Folge. Und wenn ich das irgendwie finde, dann blinkt es da oben mit denen. Also, warte mal. Eine Infokarte bringt das dann auf.
1991 kam auch das Album raus. Das habe ich schon mal hier an der Theke gehabt, aber ich wollte es einfach nur mal erwähnen. Wenn ich richtige Heavy Metal haben will, richtigen Heavy Metal, dann würde ich dieses Album Human Factor von Metal Church jederzeit im schwarzen Album vorziehen. Gar keine Diskussion drüber. Gut, so, wollte mir das auch mal. Machen wir ein Bedürfnis. So wie Wasser gesund ist, gell? Ja, und weiter geht's, gell? Und da habe ich noch einen Lesetipp, ganz frisch. Riecht auch noch so ganz frisch hier. Das neue Breakout ist wieder da. Neue Ausgabe, die Tage erschienen, kriegt ihr beim Zeitungsdealer eures Vertrauens. Und wenn ihr das nicht habt, sprecht ihn an, der kann euch das bestellen. Leider kann man das immer noch nicht online bestellen. Das ist auch immer noch mal den Aufruf ans Breakout. Warum kann man das bei euch nicht über ein PayPal-Konto bezahlen? Und ihr schickt es einem zu, wenn das sogar der Totentanz mit dem Heft, wenn die das hinkriege, warum ihr nicht? Wäre halt geil. Ich glaube, da wird echt noch mal ein paar Hefte mehr gehen. Ich weiß nicht, was die Gründe sind. Vielleicht kann sich das ja mal jemand mir schreiben, das wäre geil. Aber ansonsten Breakout, geiles Magazin wie immer, geil informativ, Running Wild, Judas Priest, große Story, Gamma Ray, Annette Olsen, Supernova, Plus Matches, ja, Trivium, Rage, Stefan Berggren, der war mal bei Company of Snakes, hat er gesungen, Posterkalender von Trends, da könnt ihr euch dann die hübsche Männer, könnt ihr euch dann aufs Klo hängen. Aber ansonsten wie sonst immer kompetent geschrieben und macht richtig Spaß. Viele Kritiken drin, also, oder nennen wir es mal Kaufempfehlungen. Gamma Ray, habe ich schon gesagt, wer ist dabei, weiß ich jetzt gar nicht. Ach, das hört hier gar nicht auf. Das ist Vinyl, wird extra Seite besprochen. Also, das neue Breakout beim Zeitungshändler eures Vertrauens. Ansonstige Informationen lege ich euch unten als Link rein. Und hallo Breakout, checkt doch mal, warum ihr das nicht auch ein bisschen online verkaufen könnt. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Hey! Und wo kommen wir jetzt hin? Jetzt kommen wir schon wieder zu Metal Church. Metal Church hatten wir schon öfters hier an der Theke. Ist ja ganz klar, ist wirklich für mich eine der geilsten US-Power-Metal-Bands. Also da wurde richtig noch, die konnte ja spielerisch Power erzeugen und nicht das irgendwie dann im Studio mit irgendwelchen Kompressoren dann überproduzieren, damit es heavy klingt. Die haben richtig heavy geklungen. Und ja, Metal Church, ich habe mir da fragt euch, warum schon wieder Metal Church? Aber mir ist halt was aufgefallen, worüber man echt mal auch mal sprechen kann, weil ich das auch dann schade finde, im Rahmen meiner musikalischen Erinnerungskultur, wenn man das irgendwie hinten runterfallen lassen würde. Also nochmal kurzer Abriss. Metal Church 81 in Seattle gegründet von Gitarrist und Riffmaster Kurt Vanderhoff, meiner Ansicht nach, auf einem Level mit Tony Iommi, was der Mann für Riffs geschrieben hat. Debüt von Metal Church kam dann 84 raus und 86 das Album The Dark, das war ja dann noch mit dem Sänger David Wayne. Und da waren sie ja auch mit dem Dark-Album, waren sie ja auch mit Metallica auf der Masters of Puppets-Tour in Europa unterwegs. Und ich habe sie da unter anderem auch in der Offenbacher Stadthalle gesehen. Danach gab es ja den Split. Danach kam ja dann Mike Howe, der leider im August, war das jetzt viel zu früh, mit 55 Jahren verstorben ist. Da gab es dann erstmal drei Alben. 89 Blessing in Disguise, 91 Human Factor, das Album, das ich euch vorhin in die Linse gehalten habe, ein Metal-Götter-Album vor dem Herrn, 93 Hanging in the Balance und danach kam es dann halt auch zur Trennung von Mike Howe, sodass man dann 1999 hingegangen ist und hat einen Neustart gewagt mit David Wayne, da gab es dann das Masterpiece-Album, was nicht so durchschlagend war, auch noch okay, aber es konnte nicht an Großtaten von damals anknüpfen. David Wayne verließ die Band 2001 wieder und ist dann leider auch schon 2005 verstorben. 2015 kam ja Mike Howe zurück, aber jetzt, da fehlt ja was. 2001 ging der David Wayne weg, 2015 Mike Howe. Was war da dazwischen? Was war von 2001 bis 2015? 2004 kam Ronnie Monroe, ein weiterer Sänger, also der dritte Metal Church Sänger. Und mit ihm machte die Band vier Alben, die ich wirklich schade finde, denn wenn die hinten runterfallen, gibt es leider auch nicht auf LP. Gibt es dann aber noch Secondhand, das eine oder andere gibt es dann noch
normal muss man sich ein bisschen strecken, muss man ein bisschen suchen. Und hier mein kleiner Favorit von 2013, Generation Nothing. Und hier habe ich noch The Present Wasteland. Okay, ich sage es schon mal. 2004, The Weight of the World. Damals noch der Kirk Erring, der Originalschlagzeuger da dran, der leider aus gesundheitlichen Gründen dann irgendwann ausgeschieden ist. Und 2006, A Light in the Dark, da war dann Jeff Plate am Schlagzeug von Savatage. Auch kein schlechter. 2008, This Present Wasteland. Und 2013, Generation Nothing. Also, unterm Strich sind es alles starke Alben, besonders Generation Nothing und The Weight of the World. Höre ich mir immer wieder gerne an, machen richtig Spaß. Es hat alle Trademarks, diese typischen Metal Church Riffs, die sich nur Kurt Vanderhoff in seinem Kopf ausdenken kann, ist absoluter Hammer, die absolute Metal Church Handschrift. Und Ronnie Montrose ist ein guter Sänger, ist ein geiler Sänger, aber er hat halt das große Pech, dass er wirklich zwei Übersänger vor sich hatte. David Wayne und Mike Howe sind einfach so genial, diese zwei Sänger. Und die haben auch so Maßstäbe gesetzt mit ihrer Art des Singens, dass man das wirklich, ich behaupte jetzt einfach mal, nicht toppen kann im Konsens mit Metal Church. Aber trotzdem macht der Mann einen super Job. Ich habe die auch mal live gesehen damals und auch betreut beim Wacken Open Air als Artist Host. Und nein, ich finde es halt einfach schade. Und das jetzt, ja, deswegen mache ich das hier gerne. Meine Art der musikalischen Erinnerungstour, Kultur. Ich verpappere, ich muss auch mehr wieder sein, gell. Deswegen mache ich das hier, weil ich finde es halt einfach schade. Ich sitze dann hier und dann gucke ich über meine Sammlung drüber und denke, ah, das musst du mal wieder hören. Da denkt ja auch keiner dran. Also checkt's mal an mit Ronnie Montrose. Geil, alles gute Metal Church Musik. Und ja, hier Weight of the World und Generation Nothing würde ich mal explizit hervorheben wollen. Die finde ich total klasse. Richtig geile Sache. Jawohl! Oh! Die Tastatur ist kaputt. Eieiei. Bestimmt die Batterie all. Ach du Gott. Hey. Gibt's doch gar nicht, oder? Was da alles passieren kann, ey. Ah, eigentlich müsste ich jetzt schneiden und dann müsste ich die Batterie wechseln. Ach, hör auf, komm. Alle hopp. Ja, machen wir so, oder? Und es geht immer noch weiter. Weil ihr braucht ja ein bisschen was an Musik. Weil ich euch erst ab 22.10. wieder was empfehle mit Folge 51. Machen wir ein kleines Päuschen. Und ja, dann haben wir hier an der Theke schon wieder Raven und schon wieder High Roller Records. Ist erst die Tage erschienen von Raven über High Roller Records. Ihr Klassiker, das zweite Album von 82, Whip It Out. Mega Teil, mega Hammer. Das ist also, ja, es ist... Das Debüt kam ja schon 81 raus und die Band gehörte ja zur ersten New Wave of British Heavy Metal Welle, die total beeinflusst war von den 70er Jahren und auch vom Punk. Also so auch wie die ersten zwei Iron Maiden Album, ganz bekannt zum Beispiel, kann man da erwähnen. Und Raven mit ihrem High Energy Rock Metal, die tun ja schon so ein bisschen in Nuancen, der Trash und Speed Metal so ein bisschen vorgreife. Da kann man dann schon so Sachen raushören, die dann andere Bands später dann aufgegriffen haben. Metallica zum Beispiel. Also die Energie des Punk und das spielerische Können ist das absolute Trademark von Raven. Und Faster Than the Speed of Light, Bring the Hammer Down, Live at the Inferno ist der absolute Brüller. Gehört eigentlich... Ja, also das ist schon fast Heavy-Metal-Grundschule, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin schon wieder... Die Batterie ist all. Ah, es geht nicht. Brauche ich immer drum nicht. Schade. Okay. Gehen wir sie auch hin, gell? Jawohl, sehe ich auch so. Und High Roller haben das wieder veröffentlicht. Das ist ein Traum. Es gibt noch eine Single dazu mit Crash Bang Wallop. Ist auch noch dabei eine Single mit insgesamt 4 Songs noch beide drauf. Die Platte wieder liebevoll High Roller Records, aber im Schriftzug wie Neat Records, wo das im Original erschienen ist. Kleines Poster dabei, Texte dabei und hier ein bisschen Werbung, High Roller Records. Und auch noch hier zum Lese, also alte Fotos, alte Reviews. Also High Roller, ich sag's immer wieder hier an der Theke. Diese Veröffentlichungen sind der absolute Traum. Gefütterte Hülle auch noch. Gefütterte Hülle. Applaus. Ich habe hier sogar noch hier
Originalplatte von damals, da ist das Crash Bang Wallop mit drauf. Vielleicht findet ihr die irgendwo Secondhand-mäßig, müsst ihr mal schauen. Aber Raven, diese High Energy Metal, High Energy Rock, das ist der Hammer. Und ja, du hörst wirklich so dieses 70er Jahre Einflüsse und dann der Punk. Hat ja die ersten New Wave of British Heavy Metal Bands ja doch stark beeinflusst. Wie auch zum Beispiel, hört man das ja sehr schön bei den ersten zwei Iron Maiden. Oh, Gott. Ich fühle mich richtig nackig ohne die Tasse. Das ist eine Tasse. Okay, was habe ich noch für euch im Rahmen? Heute nur Spezialecke in der 50. Folge im Rahmen meiner musikalischen Erinnerungskultur. Vor kurzem habe ich ja in einer Folge, ich glaube, das war eine Folge, ach, es blinkt dann da oben auf, die zwei Bücher vom Fago Peter vorgestellt, Biografie, wie alles so bei ihm anfing, Bands, die Band Fago, und er hat ja dann auch die Band Victory gegründet. Und da möchte ich euch hier diesen Oberhammer, eine Platte, die ich immer wieder raushole, die mir immer wieder Spaß macht, Victory, Culture Killed the Native, wunderbares Album, Oberhammer. Also in Folge 46, ach, da habe ich mir sogar notiert, in Folge 46 habe ich diese Fargo Bede Bücher vorgestellt und dann hatte ich natürlich auch wieder Bock, schöne Victory zu hören. Und Victory ist ja gegründet 84, hatten dann drei Alben mit Charlie Hoon, amerikanischer Sänger, und von dem haben sie sich dann getrennt oder der ist weggegangen oder was weiß ich. Und dann kam Fernando Garcia und das Culture Killed the Native Album 1989. Das war sogar Platz 19 in den deutschen Charts. Und sie waren damals dann auch mit Gary Moore auf der After the War Tour in Europa unterwegs. Und ich habe sie damals auch gesehen, diese Tour in der Frankfurter Festhalle. Werde ich nie vergessen. Hammer. Und dieses Album, geile melodische Heavy Rock, will ich das mal nennen. Nicht Heavy Metal und auch nicht Hard Rock. Heavy Rock, das ist der Hammer. Leute, die Songs gehen euch ins Ohr, die rocken wie die Hölle, die rocken und du hast nur noch Bock auf Party. More and More, Don't Tell No Lies, Power Strikes the Earth, On the Loose, Always the Same. Ich kann die anderen auch noch alle vorlesen. Das ist der Oberhammer. Ein super Sänger, eine super Band, geil produziert für diese Zeit, ist der Oberhammer. Culture Killed the Native. Das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Es ist tatsächlich auch echt so eine Platte, wenn ich manchmal auch schlecht drauf bin, die lege ich auf. Danach bin ich, da rocke ich die Hütte. Also, jetzt mal wieder ein bisschen runterkommen, gell? Also, Victory, Culture Killed the Native. Check's mal an, ey. Gibt's doch alles noch. Vinyl, müsst ihr halt auch Secondhand bemühen. Aber das ist eine Hammer-Truppe, das ist eine Hammer-Truppe. Und die haben auch noch mehr gute Alben. Und von Victory kommt ja demnächst auch wieder was Neues raus. Und da wiederhole ich das aus Folge 46. Das hat so viel mit Victory zu tun wie ich mit einem Marathonläufer. Eieiei. Hey, das nimmt ja alles kein Ende, du. So, dann habe ich jetzt neulich mal so ein bisschen hier, jetzt geht's weiter, so und so. Habe ich ein bisschen über die Plattensammlung geguckt. Da ist mir wieder mal eine Platte, eine Band in die Finger gefallen, länger nicht mehr gehört. Und manche werden jetzt ein bisschen überrascht sein, dass ich auch sowas höre. Ab und zu brauche ich sowas und ab und zu macht mir sowas Spaß. Und beim Stöbern im Plattenregal bin ich mal wieder über Kingdom of Sorrow gestoßen. Keine schlechte Band. Haben es zu zwei Alben gepackt. Die wurden 2005 gegründet von Hatebreed-Sänger James Yuster und Crawbar, Down-Gitarrist Kirk Winstein. Down, das ist auch schon mal ein guter Querverweis für hier, weil hier trifft Hardcore auf Metal oder Metalcore auf Sludge. Und das Ganze hört sich massiv, wuchtig, doomig an. Schwerfällig, so wie so eine Dampfwalze. Boah, das ist so ein Rauch. Und dann düster, aber immer schön aggressiv. Also das ist nicht immer so mein Fall, aber dann gibt es ja manchmal so Bands, vielleicht wenn sie sich so ein bisschen mehr dem Metal nähern, aus dem Hardcore dann da rauskommen. Gibt ja auch ein Album von Agnostic Front, was ich mega geil finde. Und da ist dann auch wieder mehr den Schritt zum Metal hingemacht. Also hier richtig schöne, schwere Riffs und dann das typische Hatebreed-Gesang, so ein bisschen von dem James Yuster und diese schwerfällige Crawbar, Down und so weiter und geil. Also da gibt's zwei Scheiben und hier, wie heißt sie jetzt?
Also ja, das Debüt, das hieß so. Ei, ei, ei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt fehlt mir meine Taste hier. Ei, ei, die Batterie ist leer. Das gibt's doch gar nicht. Also, Kingdom of Sorrow, wer es mal ein bisschen derber mag und ein bisschen düster und schwerfällig, richtig gutes Album, macht richtig Spaß, richtig. Kingdom of Sorrow. Eieiei. Ach du Gott. Ach du Gott. So. Ich sag's immer wieder, Wasser ist gesund. So. Ach, der letzte Post, sind wir durch. Sind wir durch, haben wir es geschafft, noch nicht ganz. Noch ein Lesetipp. Das neue Rockhard ist draußen. Diesmal wieder mit einem Special. 30 Jahre zurück, 1991. Das machen sie ja schon seit ein paar Jahren. Große Rückblende. Ganz interessant. Macht immer wieder Spaß. Hier große Sepultura vorne drauf. Gibt es auch wieder beim Zeitungshändler eures Vertrauens. Metallica, Motorhead, Sabotage, Guns N' Roses, Turbo Negative, Death Running Wild, Bolzro, Bessery, D.A.D., Paradise Lost, Skid Row, Hazen, Amor Saint, ach und so weiter. Und wieder endlose CD, Schallplatten, sonst was Kritiken. Also neue Rockhard beim Händler eures Vertrauens. Link findet ihr dann auch unten zum Direktbestellen. Supi! Ganz schön. Jetzt habt ihr Musik zu entdecken. So soll das sein. So soll das sein. Süß hab ich doch, aber hier kommt dann nämlich die Nummer. Schön, dass ihr alle da seid. Ja gut, das war's dann schon. Also, Folge 51 am 22.10. Ich mache mal ein kurzes Päuschen. Wenn euch das hier alles gefallen hat, den Kanal einfach abonnieren, dann verpasst ihr nicht und diese Glocke bedienen und kommentieren und liken, diskutieren und so weiter. Einfach die Spalten füllen, würde ich mich drüber freuen. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, Podcast bei Total Moshpot. Bei allen bei allen üblichen Streaming-Portalen könnt ihr den Podcast hören oder auf YouTube. Link liegt auch unten rein. Ansonsten sehen wir uns dann am 22.10. wieder. Macht's gut, kommt gut durch die Zeit. Tschüss!